Herzlich willkommen zur Industrie Forward Expo. Mein Name ist Christian Filsbeck von Publish Industry und die nächsten 30 Minuten stellen wir eine sehr spannende Frage, und zwar: erst alles in die Cloud, jetzt doch wieder alles in die Edge? Und beantworten wird uns das mein heutiger Gast, da freue ich mich sehr auf die Stefanie Greuß. Sie ist Solution Architect IoT bei Microsoft Deutschland. Hallo Steffi, schön, dass du dabei bist. Hallo Christian, ich freue mich sehr. Vielen Dank. Ich ziehe mich jetzt diskret zurück und würde sagen, die Bühne gehört dir, Steffi. Leg gerne ja, los. Vielen Dank. Das mache ich doch gleich. Also willkommen zu meinem Vortrag. Womit ich gerne starten würde, wäre eine kurze Einführung, und zwar in Richtung Intelligent Cloud, Intelligent Edge. Also in diesem Vortrag geht es darum, die Verbindung zwischen Intelligent Cloud und Intelligent Edge zu erklären und vor allem zu erklären, warum beides miteinander am besten funktioniert. Dieses Intelligent Cloud und Intelligent Edge ist ein Konzept, was es mittlerweile schon seit einigen Jahren gibt. Aber was wir vor allem bisher ja gesehen haben, ist die Verlagerung in die Cloud. Warum denn jetzt alles wieder auf Edge? Genau das ist unser Thema heute. Genau, also das Konzept Intelligent Cloud, Intelligent Edge ist genau das, was wir heute beleuchten wollen. Und wenn wir mal schauen in den größeren Kontext, wo sich das alles einpflegt, also das Intelligent Cloud, Intelligent Edge und was wir eigentlich damit erreichen wollen, ist diese Digital Feedback Loop. Und die ist auch gar nicht nur auf IoT beschränkt, das ist so heute ein bisschen das Fokusthema und Edge und Manufacturing, sondern in alle möglichen Bereiche, nämlich genau vier Bereiche: Engaged Customers, Empowered Employees, Transformed Products und Optimized Operations. Und all das, diese Digital Feedback Loop, soll in der Zukunft und tut es auch schon teilweise auf Data Intelligence beruhen und bestehen. Also das bedeutet, ich sammle Signale, wie auch immer diese ausschauen. Sind das IoT-Signale, andere Signale, wie zum Beispiel auch aus Office oder im Employee-Signal oder ähnliches. Ich generiere Insights daraus für mich als Firma, um dann daraus Aktionen zu generieren, die dann wieder in den ursprünglichen Kontext zurückgeführt werden. Also ein typisches Beispiel in IoT wäre zum Beispiel Predictive Maintenance, dass ich auf etwas reagieren kann, bevor etwas überhaupt passieren kann, weil ich die Daten davor gesammelt habe, die mir diesen Insight geben. Und das ist all das, wo wir eigentlich darauf einzahlen, auf diese Digital Feedback Loop. Das ist das, was wir im Endeffekt dann erreichen wollen. Und dafür brauchen wir vor allem im IoT-Kontext Edge-Technologien. Wenn wir jetzt mal schauen, wo wir uns generell so befinden mit IoT, dann ist das jetzt so die Grafik, wo man sagt, okay, man sieht jetzt hier, ich mache mal kurz den Pointer an, hier ist so ein Kreis, und das bedeutet, dass im Endeffekt in der Zukunft alle Verticals, hier zum Beispiel so ein Blitz, das steht für Energy, oder hier unten Agriculture, oder hier Transport und Logistics, eigentlich ist die Vision, dass das Connect Environments sind, also nicht beschränkt auf ein Vertical oder auf eine Industrie, sondern dass diese Insights und diese Actions auf alle Environments sich abbilden. Typisches Beispiel, ich bin zum Beispiel ein Manufacturer und bekomme aber von einem Zulieferer aus der Logistikbranche, bekomme ich eine Ware. Dann möchte ich am besten schon vorher wissen, wann die ankommt, ob der Truck vielleicht Probleme auf der Autobahn hat, wie genau die Ware ausschaut, welche Insights auch der Zulieferer da erstellt hat, damit ich sofort darauf reagieren kann. Das ist nur ein Beispiel, das kann man auf alle anderen auch anwenden, hier zum Beispiel bei Agriculture. Und wenn wir jetzt hier unten mal schauen, wo wir uns gerade befinden in der Transformation, dann sehen wir hier links ist Cloud und hier rechts ist dieses ganze Digital Twin, dieses Connected Environments. Also Digital Twin bedeutet hier in diesem Fall, dass die ganzen Eingangssignale aus den verschiedenen Environments oder aus den verschiedenen Industrien zusammenlaufen, um da eben wirklich ganzheitlich Aktionen abzuleiten. Dann befinden wir uns, ich würde mal sagen, aus meiner Erfahrung eher hier offiziell eher Edge und AI. Also wir sind noch nicht am Ende angekommen. Wir sind gerade noch tatsächlich, wenn wir jetzt global schauen, bei den allermeisten Kunden im Prozess. Wenn wir jetzt mal das ein bisschen runterbrechen, ich fokussiere mich ab jetzt hauptsächlich auf Manufacturing, nur als Hinweis, dann haben wir hier verschiedene Phasen. Man sieht hier die zwei Achsen, einmal Value und einmal Time. Und man sieht hier die verschiedenen Steps. Und hier oben Integration, OT Infrastructure Framework, OT Applications und External Collaboration. Das sind diese vier Phasen, die dann wieder auf das, was wir gerade gesehen haben, einzahlen werden. Sprich, ich kann ja nur dieses Connected Environments haben, wenn ich hier schon relativ weit bin mit meiner Automatisierung und Selbstoptimierung. Jetzt muss man aber sagen, ich mache in meiner Rolle
Ich bin in einem europaweiten Team, aber meine Kunden kommen zu 95% alle aus Deutschland. Ich mache eigentlich den kompletten deutschen IoT-Markt. Das bedeutet, die Kunden, die ich sehe, und das sind schon einige, befinden sich hauptsächlich alle hier. Es gibt ein paar Ausreißer, die sind dann schon hier bei den AI-Models, bei Phase 3 mit den Applications. Aber die meisten, wenn man mal der Realität ins Auge blickt, sind zwischen Phase 1 und Phase 2. Das bedeutet, da ist noch einiges zu tun. Aber das Interesse und auch also die Bereitschaft, zu verstehen, was eigentlich da dahinter steckt und was man gewinnen kann als Kunde, das ist tatsächlich was, was wirklich zunimmt aktuell, was ich wirklich sehr viel sehe. Und hier kommt jetzt auch wieder dieses Edge, warum Edge Gateways und Telemetry und Dashboards, was hat das jetzt mit der Cloud zu tun? Also ich habe das doch auch schon bei mir am Shopfloor. Das sind die Kundenfragen, die ich meistens bekomme. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, das habe ich jetzt schnell selber gemacht, um das zu visualisieren. Hier oben einfach mal ganz abstrahiert die Cloud. Hier unten das Customer Environment, also einfach eine Fabrik oder kann man auch auf jegliche andere Sachen transferieren. Und ich möchte jetzt mit der Cloud sprechen. Aber meistens ist es jetzt allerdings so, dass ich, wenn ich jetzt auf den Shopfloor gucke und in die Fabrik, dann habe ich dort meistens Umgebungen und Netzwerke, die möchte ich nicht einfach aufmachen in die Cloud. Und ich habe systemkritische Prozesse dort am Laufen. Das heißt, wenn ich diese in die Cloud auslagere, dauert es meistens zu lang, um dann eine Antwort zu bekommen. Oder hier habe ich mal so ein paar Sachen gesammelt, ne? Wie schaut es denn aus mit den Kosten, wenn ich ganz, ganz viele Daten hochschicke und nichts anderes, also nichts lokal mache? Ich habe oft auch gar nicht die Bandbreite, weil ich weiß ja, also vielleicht habe ich eine Fabrik, die relativ eine Remote Location hat. Ja. Und wie mache ich denn das vor allem mit der Security? Ich habe ja ein Netzwerk, das habe ich mir vielleicht 20 Jahre lang aufgebaut, dass es sicher ist. Und jetzt soll ich auf einmal doch wieder in die Cloud. Ja, das ist bei den meisten Kunden am Anfang nicht the way to go. Und hier sind noch zwei weitere Sachen. Ja. Ich habe ja diese Network Constraints. Was ist mit der Data Confidentiality? Das heißt, ich muss all meine IP und all diese Dinge in die Cloud schicken. Und was vor allem ist, das ist auch was ein Use Case, der aktuell hochkommt, bitte auf meinen Laserpointer immer schauen, Real-Time Compute Requirements. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine Kamera habe, die soll mir meinen Band analysieren, so ein Track-and-Trace Case, wenn ich das in die Cloud schicke und dann wieder zurück, da wahnsinniges Datenvolumen, es ist langsam. Nee, das ist tatsächlich was, was dann wenig Sinn macht aus unserer Sicht. Da kommt dann tatsächlich dieses Edge mit dazu, aber in Kombination mit der Cloud. Warum jetzt das? Weil wenn wir jetzt hier auf die linke Seite schauen, dann kann die Cloud alles zusammenziehen. Das bedeutet, ich kann das ganze Monitoring zentral haben. Anstatt heterogen wie bisher pro Factory, habe ich die Möglichkeit, dass, wenn ich das möchte, aggregierte Daten in die Cloud schicken kann oder auch zum Beispiel Alerts oder ähnliches, um dann in der Cloud zentral das zu monitoren und daraus dann Actions zu generieren, Insights zu generieren, aber an einem zentralen Platz, sodass ich als Firma überall auf der Welt im Endeffekt eine fast real-time, wenn ich das möchte, Sicht auf die aktuelle Lage habe bei mir in den Factories. Alternative ist, ich kann das Hybrid eben betreiben. Ich kann die Cloud nutzen als Monitoring, als Control Plane, aber gleichzeitig kann ich mir immer noch offline und on the edge lokal die Daten vorhalten und damit eigentlich machen, was ich möchte. Das ist so dieses Konzept Better Together. Das bedeutet, IoT on the edge, da sind vor allem diese Low Latency Requirements wichtig, aber auch diese ganze Protokoll-Translation, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil ich ja in den allermeisten Fällen habe ich ja irgendwann mal angefangen, mein Shopfloor zu vernetzen. Da habe ich dann sowas eingesetzt wie zum Beispiel Modbus oder im Smart Building-Bereich, ich habe zum Beispiel Bucknet. Oder wenn ich schon ein bisschen weiter bin, habe ich OPCOA oder ich habe irgendeine serielle Schnittstelle, RS5, 486 oder sowas. Und das muss ich ja auch irgendwie übersetzen, damit es überhaupt mit der Cloud sprechen kann. Und auch dafür ist dieses ganze Edge-Konzept sehr, sehr wichtig, weil das kann ich ja nicht einfach in die Cloud schicken. Und vor allem auch ganz wichtig, dieser letzte Punkt, der immer wieder kommt.
ich möchte meine IP eigentlich voraggregieren und nur die Daten, die Insights generieren oder die vielleicht ich weiterschicken möchte, nur diese sollen dann tatsächlich auch in die Cloud. Und wichtig ist, dass es hier eine Symmetrie besteht, dass ich nicht alles am Edge mache, weil dann verliere ich das Allermeiste, was ich hätte mit der Cloud oder auch in AI mit Modelltraining oder so. Ich habe ja gar nicht die Möglichkeiten, das zu tun. Aber alles in die Cloud zu vernetzen, ist vor allem bei diesen Constrained Environments immer ein Problem. Da gehe ich eigentlich immer auf Edge und Cloud beides zusammen. Und wenn wir jetzt mal schauen, ich habe jetzt ganz viel von Edge geredet. Das ist ein Begriff, der ist nicht neu. Den gibt es schon ganz lang. Also es gibt ja diese Edge Gateways von ganz vielen verschiedenen Herstellern und so. Ich möchte kurz nochmal erklären, was ich jetzt darunter verstehe, damit es jeder auch versteht von Ihnen. Wenn wir jetzt hier mal schauen, von links nach rechts, dann werden die Geräte immer größer. Und auf der linken Seite sind so diese Microcontroller. Das ist jetzt nicht was, was ein typisches Edge-Szenario ist, sondern das ist eher was, wo wir dann direkt in die Cloud in anderen Use Cases oder anderen Verticals was Daten schicken, wie zum Beispiel bei Asset Tracking oder im Smart City Space. Zum Beispiel gibt es sowas wie Intelligent Streetlights oder sowas. Das wäre kein Edge Case. Da wären dann ganz kleine Units, die müssen nichts voraggregieren und das wären dann Microcontroller. IoT-Devices im Generellen sind auch relativ kleine Devices. Dafür haben wir ein SDK, was sich dann auch direkt mit unserem Cloud-Gateway, dem IoT-Hub, verbinden kann. Das, worüber ich jetzt hauptsächlich gesprochen und referenziert habe, ist so diese Kategorie der Edge-Devices. Da gibt es die Edge-Devices, das kann irgendein Gerät sein, da läuft ein Linux drauf oder ein Windows. Und was wir anbieten, ist eine Runtime für diese Edge-Devices, die auf Docker basiert, auf der Mobi-Engine. Aber ich möchte jetzt nicht zu tief gehen. Und die ermöglicht mir, dass ich über die Cloud mein Gerät verwalte, neue Programme in einem Containerformat anbieten kann oder auch updaten kann. Aber gleichzeitig erlaubt es mir sichere Authentifizierung, zum Beispiel über Zertifikate, kompletter Offline-Betrieb und Ähnliches. Wichtig ist hier das Wort Integration. Also wir versuchen wirklich auf die Gateways, die es schon gibt, sei es eine HPE oder eine Advantech oder irgendwas, wenn es möglich ist, da diese Runtime, diese Softwarekomponente drauf zu bekommen, um dann damit zu arbeiten. Dann auf der rechten Seite gibt es natürlich noch Alternativen, wie diese Appliances. Das sind wirklich dann diese Racks, sie sieht man auch hier oben, die dann aber wesentlich stärker sind, also im Sinne von der Performance her. Die würde man dann zum Beispiel für dieses, was ich vorher schon gezeigt habe, mit dieser Kamera nutzen, wo sehr anspruchsvolle Workloads drauf laufen müssen. Und das würde man dann auch zentralisiert betreiben. Also ein Azure Stack Edge, jetzt in dem Fall Pro Factory. Dann haben wir noch Azure Stack Hub, das ist das ganz Große, aber das steht jetzt hier nicht im Fokus, sowie natürlich die Cloud selber. Und wenn wir jetzt mal überlegen, okay, was haben wir jetzt gesehen? Wir haben dieses Edge-Konzept gesehen, wir haben gesehen, okay, warum brauchen wir das? Ich möchte es nur kurz einordnen. Das hier ist die IoT Reference Architecture. Und es ist jetzt völlig wurscht, wenn Sie sich damit nicht auskennen, was da jetzt gezeigt wird mit den Services. Mir ist eine Message wichtig. Wir haben hier wieder dieses Edge, von dem ich geredet habe. Wir haben hier diese anderen Devices, von denen ich geredet habe. Und dann kommt hier dieser IoT Hub, das ist das Cloud Gateway. Ich möchte nur kurz erklären, wie es funktioniert. Und dann hier, das ist kein neues Konzept, da richten wir uns an diese Lambda-Architektur, die es für IoT schon länger gibt. Hier würde dann dieser Datenstream, der aus dem Edge kommt oder auch über längere Zeit nicht und dann vielleicht wöchentlich, täglich, wie auch immer man das dann strickt, würde dann hier aufgeteilt werden in einen Hot Path, Warm Path und Cold Path. Und das würde dann bedeuten, ich brauche ja in der Cloud auch noch irgendwas, wo ich das abspeichere, ein Data Lake oder Ähnliches. Hier unten zum Beispiel Machine Learning oder Databricks. Und ich brauche vielleicht auch was hier oben, wo ich ganz schnell reagieren muss auf diesen Datenstream, der reinkommt, um vielleicht Alarme zu generieren, wie ich schon gesagt habe, oder ganz schnell einen Techniker hinzuschicken oder so. Das ist diese Architektur, die dahinter diesem ganzen Konzept steht. Und auch diese Architektur berücksichtigt dieses Edge-Konzept. Weil ohne das sind viele Dinge einfach nicht umsetzbar, auch wegen der Gründe, die ich vorher schon gezeigt habe. Wo die meisten Firmen jetzt tatsächlich noch damit Probleme haben, ist dieses Rechte hier mit dieser Business-Integration. Also oft sehe ich Dinge, wo in der Mitte
also der meistens in der Mitte der Kunde stecken bleibt. Das bedeutet, ich sammle was, das funktioniert auch wunderbar, ich transformiere die Daten, das funktioniert auch wunderbar, ich habe die Insights und dann weiß ich aber nicht, wie ich das jetzt tatsächlich dann umsetze in meine Systeme, dass diese Actions generiert werden. Also nur als Beobachtung oder als Anekdote, das ist tatsächlich was, da muss man sich ganz früh drum kümmern, dass man sich vorher schon überlegt, wo soll das denn überhaupt hin? Will ich wirklich nur diese Insights haben? Was mache ich denn damit? Biete ich das auf einer Website an? Biete ich das in einem CRM-System an, damit da irgendwas anläuft? Oder wie genau verarbeite ich die Daten? Das ist eigentlich somit das Wichtigste. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über das Thema Edge. Aber was heißt es denn jetzt konkret? Was gibt es denn für Use Cases in Manufacturing? Da gibt es einige. Condition Monitoring, Predictive Maintenance, Connected Field Service, jetzt hier auf der linken Seite zum Beispiel. Ich habe gesagt, dass ich sehr viel mit Kunden arbeite und wo auch die Kunden aktuell stehen, nämlich relativ am Anfang. Und die Use Cases, die ich jetzt am häufigsten sehe aktuell, ist ganz klar Condition Monitoring am allermeisten. Overall Equipment Efficiency, also OEE, Asset Management und tatsächlich kommt immer mehr so ein bisschen dieses Worker Health and Safety wegen diesen Kamera-Use Cases, also dass ich im Endeffekt eine Kamera habe, die auf meinen Shopfloor halt strahlt, wo ich dann mit Hilfe von AI schauen kann, wo sich die Menschen bewegen, ob die einen Helm haben, wie nah sie an den verschiedenen Geräten dran sind und mehr. Aber warum habe ich denn jetzt nicht Predictive Maintenance gesagt? Predictive Maintenance ist eigentlich der Use Case, der am prominentesten ist von allen. Aber wenn wir jetzt mal anschauen mit dieser Treppe, wo wir vorher waren, und ich habe gesagt, die allermeisten Kunden befinden sich zwischen Phase 1 und 2. Was brauche ich denn für Predictive Maintenance? Da brauche ich sehr viele Daten und AI. Und um diese Feedback Loop, das immer wieder, tatsächlich zu ermöglichen. Und das sind einfach viele Kunden nicht. Das ist oft das ultimative Ziel, was Kunden erreichen wollen, aber nicht möglich aktuell, weil da schon so viel Vorarbeit geleistet werden muss. Condition Monitoring ist wesentlich einfacher zu erreichen und ein Einstiegsszenario und blockiert dann auch nicht die Predictive Maintenance, weil ich bei Condition Monitoring sehr ähnliche Daten benötige, um den aktuellen Zustand mir anzuschauen. Was mache ich denn dann, wenn ich den Zustand weiß? Kann ich weitere Insights ableiten, um dann tatsächlich auch Dinge vorzubeugen? Deswegen stehen diese zwei oft im Verhältnis. So, und IoT muss man verstehen, IoT ist nicht eine Lösung für alles. Wenn ich sage, ich baue eine IoT-Plattform, ist der IoT-Part selber immer nur der Enabler. Das ist meistens eine Datenplattform oder eine Applikationsplattform im Hintergrund. Und IoT ist ja nur im Endeffekt derjenige Part, der die Connectivity löst zu den Maschinen und dann die Daten generiert. Das ist eigentlich die Rolle von IoT. Und was ich jetzt mit dieser Folie aussagen möchte, ist, dass man auf keinen Fall unterschätzen darf, wie komplex IoT-Projekte werden können. Wir sehen jetzt hier, es geht um Scale, es geht um Device-Management, Big-Data-Management. Hier sind wir im Data-Plattform-Kontext. Da sind wir gar nicht mehr in IoT, wie man es klassisch versteht. Genauso Analytics und Insights. Genauso High Availability und Disaster Recovery, das kennt man meistens von den VMs und von ich mache einen Lift und Shift in die Cloud, das ist aber hier auch wichtig. Security und Compliance kommt immer mit, DevOps und Total Cost of Ownership. Und die zwei Dinge oder die, sagen wir mal, die zweieinhalb bis drei Dinge, die wirklich am meisten dafür verantwortlich sind, dass ein Projekt schief geht oder in diesem sogenannten Proof of Concept stecken bleibt, ist ganz klar Scale, Security und Total Cost of Ownership. Warum ist das so? Weil oft der Fehler gemacht wird, dass ein Use Case umgesetzt wird und dann ist man happy mit dem Use Case. Weil man hat nie gedacht, was passiert denn jetzt, wenn ich ganz, ganz viele Geräte habe? Was passiert, wenn ich ganz, ganz viele Daten ist? Weil viel hat man dann hemdsärmlich gelöst, nicht automatisiert, sodass man später in massive Probleme reinläuft, weil man es einfach manuell nicht mehr stemmen kann. Das ist wirklich das Nummer eins Problem ist Scalability von der Lösung. Das heißt, man muss früh sich überlegen, okay, welche Tools und Workflows und Prozesse nutze ich und auch ganz ehrlich sein, welche Ressourcen habe ich selber als Firma überhaupt zur Verfügung, die das später betreiben müssen, wenn das Ding skaliert. Das sind tatsächlich die Fragen, die oft unbeantwortet bleiben. Weiterhin auch dieses Thema Security. Ich meine, das ist immer wichtig. Tatsächlich ist es aber in IoT so,
dass man sich denkt, ja, wenn das Device sich connect, das passt schon. Dann Security mache ich dann später. Tatsächlich ist das aber oft ein massives Problem, weil ich sowohl die Datenplattform hier, Big Data Management Linux, absichern muss, als auch die sichere Verbindung in die Cloud mit dem Device Management hin und zurück, bidirektionale Kommunikation, als auch dann tatsächlich die eigentliche Shopfloor, also wie mache ich das mit dem Netzwerk in der Fabrik. Das sind so die Sachen, die ich aktuell beobachte. Und wenn wir jetzt mal den Ausblick geben nach vorne, dann sehen wir hier, das heißt jetzt Azure Hybrid, aber wir schauen uns mal hier das, was hier unten beschrieben ist, Azure Arc. Das, was tatsächlich in der Zukunft mehr und mehr kommen wird, ist, dass ich eine zentrale Control Plane habe, jetzt in dem Fall Azure Arc, womit ich nicht nur das Edge, über das wir gerade gesprochen haben, sondern auch meine anderen Clouds und On-Premises-Lösungen steuern kann. Warum ist das so? Naja, weil ich ja nicht plötzlich, wenn ich jetzt eine IoT-Lösung habe, wo wir gerade schon gesehen haben, wie komplex das ist, wenn ich die betreiben möchte, habe ich ja nicht automatisch 20 Leute mehr. Dazu habe ich dann noch On-Premises, dazu habe ich dann vielleicht noch eine andere Cloud, die ich nicht näher beschreiben will. Und wie mache ich denn das dann von der Manpower her? Wie mache ich das denn dann von der Complexity her? Das heißt, es muss eine sogenannte Single Control Plane her, mit der ich all diese Workloads, egal wo sie sind, managen kann. Das ist das mit diesen Connected Environments. Sonst kann man das gar nicht stemmen. Und es gibt auch diesen Satz, who owns the control plane, wins the battle oder so ähnlich. Also das heißt, aktuell kümmern wir uns um das. Wer ist dafür verantwortlich, dass er diese Control Plane tatsächlich ownt? Zum Abschluss möchte ich noch zwei Beispiele geben von Projekten, die umgesetzt worden sind, mit diesem Konzept, was ich gerade beschrieben habe. Das ist einmal bei BMW. Dort gab es ein Projekt, wo in Bezug auf Qualitätskontrolle mit Hilfe von Vision Analytics und Real-Time Computer Vision Teile untersucht worden sind und geschaut wurde, okay, wie ist die Anordnung in dem Auto von dem Teil? Ist es der Spalt zu breit? Wie ist die Spaltenbreite? Gibt es irgendwie Risse in dem Teil oder ähnliches? Und damit ist in diesem Fall genau mit diesem Edge-Konzept, was wir vorher gesehen haben, lokal aggregiert, lokal die Daten dann auch schnell verarbeitet und zurückgesendet und die wichtigsten Telemetriedaten in die Cloud gesendet, konnte dann bei BMW ein wesentlicher Produktionszunahme festgestellt werden. Das ist das eine. Und das zweite ist, das haben wir vorher gesehen mit dem Asset-Tracking, was auch ein sehr wichtiger Use-Case ist, was bei ZF umgesetzt worden ist. ZF ist vor allem auch im Container- und Vehicle-Business unterwegs. Dort hat man dann tatsächlich dieses Asset-Tracking ermöglicht, auch mit dem Edge-Konzept. Die Ressourcen gibt es auch auf customers.microsoft.com, kann man sich alles nachschauen. Das sind wirklich öffentliche Beispiele von diesen IoT-Lösungen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Genau. In IoT ist Microsoft sehr weit vorne, vor allem im Bereich Industrial IoT, genau wegen diesem Konzept, wegen diesem Edge-Konzept, weil uns das so wichtig ist. Und das ist tatsächlich auch signifikanter Invest. Dieses ganze Edge mit diesem Runtime, da könnte man es noch viel tiefer gehen. Aber all das zusammen, auch mit der sicheren Authentifizierung und so, hat uns Gartner oder Forrester beide eigentlich beschrieben, dass wir da sehr weit vorne liegen. Wichtig ist auch dieser Punkt. Wir machen nicht alles selber und das funktioniert auch nicht, weil es so komplex ist. Sondern auf jedem Level, das, was das jetzt hier referenziert, ist die ISO-95-Architektur. Das heißt, ich gehe von unten nach oben, unten habe ich nur die Signalroboter, Motoren und so weiter und oben habe ich dann die ganzen ERP-Systeme. Oft ist es so, dass wir wertvolle Partner haben, weil wir im Endeffekt ja nur die Plattform liefern. Das ist auch eine ganz wichtige Message. Man sieht jetzt zum Beispiel hier auf der linken Seite Rockwell, Siemens, PTC sind super Partner, die auf dem Control-Level im Endeffekt die Lösungen anbieten und sich dann auch integrieren lassen mit dem ganzen IoT-Stack, den wir anbieten. Genau, so viel dazu. Damit schließe ich meinen Vortrag. Ich hoffe, ich konnte einige Dinge klarer werden lassen und auch gerne mitgeben. Ich habe hier noch meine LinkedIn-QR-Code abgebildet, falls es noch Fragen gibt. Sehr gerne immer an mich, auch gerne über LinkedIn. E-Mail ist auch da. Wunderbar.
Wunderbar, dann würde ich sagen, Steffi, vielen Dank für deine Einblicke, die du gegeben hast. Man sieht schon, das ist ein komplexes Thema, diese ganze IoT-Welt und die Vernetzung. Und wir haben auch schon ein paar Fragen reingekriegt. Ich lege mal direkt los. Die erste Frage stellen Zuschauer. Frage zu Azure RTOS, also Realtime-OS. Wie definieren Sie Realtime? Welche Reaktionszeit ist da Klemme zu Klemme, wie man Elektrotechnik immer sagt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da müsste ich jetzt ein paar Rückfragen stellen, und zwar, ob es jetzt wirklich auf dem Shopfloor gemeint ist oder in die Cloud und zurück. Weil, also bei Real-Time Operating System, genau, da ist das Operating System ja selber schon Real-Time. Das bedeutet, dass ich nicht diesen Abstraktionslayer habe mit Linux, das wird nicht komplex, sondern ich habe da wirklich Azure Arctos war ja mal ThreadX, und ich habe da im Endeffekt wirklich die Möglichkeit, Real-Time auf etwas zu reagieren. Wenn ich jetzt, wie definiere ich Real-Time bezüglich der Cloud, ist halt immer ein bisschen schwierig. Grund ist, ich muss ja erstmal in die Cloud und zurück. Das bedeutet, wir sprechen da immer von Sekunden. Oft gibt es aber die Anforderungen auf Millisekundenbereich. Da würde ich dann eher sagen, ja, ein lokales Edge und ein RTOS-Device, was da dran connected ist, sodass nur die zwei miteinander sprechen, um die Antwortzeit zu minimieren. Bei RTOS direkt in die Cloud, das kann ich zwar dann entweder mit ExpressRoute machen, also da gibt es ja die Technologien, aber es wird immer wesentlich länger dauern, selbst wenn das Real-Time Operating System vorhanden ist. Okay, wie gesagt, die E-Mail-Adresse war eingeblendet von der Steffi, Ja, wenn der bitte, Zuschauer noch kein Problem. dediziert Nachfragen dann hat. Die nächste Ja. Frage ist, aus Kundensicht wäre es mir lieber, eine Nachricht zu erhalten, wenn etwas außerplanmäßig läuft, als selbstständig die Prozesse kontrollieren zu müssen. Lässt sich dies einstellen? Ich glaube, das konntest du einfach beantworten. Nochmal, also ich möchte als Kunde, kannst du nochmal Da lesen? fragt ein Zuschauer oben aus Kundensicht. Wird man lieber eine Nachricht erhalten, wenn etwas außerplanmäßig läuft, als ständig Ja. Prozesse selber kontrollieren zu müssen? Lässt sich das einstellen? Das ist quasi nur ein Cloud-Management, wann er eine Push-Nachricht bekommt. Ja, klar. Also im Endeffekt, irgendwo muss ja der Alert generiert werden. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, das komplett zu automatisieren. Also man muss da nicht immer nachschauen oder so, sondern man kann zum Beispiel dann einstellen, zum Beispiel wenn Sie jetzt der Endkunde sind und Sie beziehen was von dem anderen, der dann diese Lösung betreibt, kann derjenige auch über die Cloud einstellen, okay, jedes Mal, wenn ich einen Alert habe oder so, dann schicke ich eine E-Mail raus oder ich schicke eine Push-Notification raus oder ähnliches. Also das ist auch Teil von dieser, was ich vorher gezeigt habe, mit dieser Reference Architecture. Das ist tatsächlich ein Workflow, der muss umgesetzt werden. Aber ich muss mich ja irgendwann um dieses ganze Device Management kümmern, sonst ich muss ja irgendwie das connecten, um das zu ermöglichen, dass ich überhaupt diese Nachrichten bekommen kann. Also ja, möglich auf jeden Fall. Ich glaube, damit ist gut beantwortet. Die nächste Frage ist auch spannend. Thema Security. Bei welchen sicheren Verfahren kann ich Produktionsdaten in die Microsoft Cloud übertragen? Welche Verschlüsselung bieten Sie an? Ja, gute Frage. Also die Verbindung ist über TLS 1.2 oder 1.3. Das ist das eigentliche Zertifikat, was dann darunter liegt, wenn ich jetzt Data in Transit anschaue. Auf dem Device selber habe ich dann entweder ein X509-Zertifikat, TPM oder einen Symmetric Key. Wobei für Productive Workloads verwenden wir eigentlich immer eine Root Certificate Authority mit einem X509-Zertifikat. Was dann im Endeffekt über dieses, was ich vorher gesagt habe, dieses Edge Framework, die Verbindung und den Handshake in die Cloud aufbaut, wo dann der Thumbprint von der Certificate Authority liegt. Jetzt wird es aber schon sehr detailliert. In die Richtung Security passt auch die nächste Frage. Privacy of Data und Schutz der eigenen IP wird bei IoT in der eigenen Edge empfohlen, steht auf einer Folie. Eigentlich gehe ich davon aus, dass gerade ein Cloud-Provider wie Microsoft noch viel sicherer ist als selbstgebastelte Security im Unternehmen. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, das ist richtig. Allerdings ist es so, dass vor allem bei, also es ist ja von unserer Seite aus ja, was die Kunden oft verstehen und wollen. Deswegen gibt man die Möglichkeit, das so zu tun, dass man es auf dem Edge lässt. Also das bedeutet, wenn es jetzt um technische Zeichnungen geht, die kritisch sind, wo im Endeffekt man mega Angst hat, dass das gestohlen wird oder so, gibt es oft die Anforderung, kann ich das auch lokal vorhalten, um dann einfach nur mit der Cloud zu sprechen, ohne das hochzuladen, ohne jetzt zum Beispiel
eine Bilddatei oder PDF-Datei oder irgendwas anderes in die Cloud zu laden, weil man sich da unsicher fühlt. Und deswegen hat man auf Edge einfach die Möglichkeit, das dort zu betreiben und die IP zu sichern. Natürlich ist es so, man könnte das in der Cloud ablegen, man kann auch das sehr sicher gestalten und auch die Zugriffe, aber oft wollen die Kunden das tatsächlich nicht. Weitere Frage, die reinkam, ist, geht auch so Richtung Datensouveränität. Kann ich wissen, Schrägstrich bestimmen, wo meine Daten in Ihrer Cloud liegen? Deutschland, Europa? Ja, geht alles. Also wir haben in Deutschland zwei Rechenzentren. Das eine liegt in Frankfurt, dann gibt es noch einen kleineren Satelliten in Berlin. Und wir haben eins in Dublin und eins in Amsterdam. Also, und da wird auch garantiert, dass die Daten auf europäischem bzw. auf deutschem Boden liegen. Ja. Weitere bisschen Kann man auch technische. nachlesen, wenn man, Entschuldige, kann man auch nachlesen, einfach eingeben, Azure Cloud, Trust. Und dann gibt es eine spezielle Seite, die genau das erläutert, wo man dann eingeben kann, ich bin ein Kunde in Europa. Und dann wird genau pro Service aufgelistet, wo die Daten liegen. Aber es ist gut zu wissen, dass man wirklich ja bestimmen kann Ja. oder sagen kann, wo sollen meine Daten liegen. Ja, das kann man machen. Dann kommt eine Frage rein. Typischerweise werden über MQTT Daten in die Cloud übertragen. Halten Sie das für das beste Verfahren? Und was ist mit OPC UA über MQTT? Ein neues Verfahren. Ja, beides tatsächlich. Also MQTT, wenn wir jetzt mal auf Protokollebene sind, ne, OPC UA und läuft ja auf MQTT. Das sind ja zwei Paar Stiefel. Ne? Das eine ist eine Applikation, die auf ein Protokoll läuft und das andere ist das Protokoll selber. Bei MQTT steht eigentlich nur in Relation AMQP oder HTTPS. Das sind ja so die gängigen Protokolle. MQTT selber, ich möchte es mal so beantworten, auf jeden Fall. Jetzt auch, wenn man sich mal anschaut, MQTT5, was da für Neuerungen waren, auf jeden Fall. Also finde ich ganz toll, was der Standard da macht. Auch von der Message-Größe her ist der wesentlich kleiner als die anderen Protokolle und eignet sich einfach sehr gut für IoT-Devices. Was man allerdings nicht vergessen darf, ist, dass wenn ich jetzt rein auf MQTT gehe, bin ich relativ eingeschränkt, was ich schicke, weil ich ja immer nur eine Message schicke. Das bedeutet, OPC UA auf MQTT könnte halt interessant sein, wenn ich auf den OPC UA Server mich connecte und dort kriege ich ja dann ein ganzes zusammenhängendes Datenpaket, bestehend aus der Node-ID, aus den verschiedenen Timestamps, aus dem Wert und so weiter. Wenn ich das in Relation setzen muss, dann OPC UA auf MQTT, weil MQTT, okay, jetzt wird's aber sehr detailliert, sorry, sorry, Quality of Service 0 ist ja Fire and Forget, da weiß ich ja überhaupt nicht, was der Timestamp war. Das bedeutet, wenn und auch QoS1 gibt mir nicht den Timestamp und oft ist es ein Szenario, dass ich genau wissen muss, wann die Message losgeschickt wurde in der PLC, in der Steuerungsunit. Da habe ich dann OPC UA, weil mir das diesen Wert abspeichert in diesem Datenpaket. Deswegen macht es da schon viel Sinn, ja. Die nächste Frage, Steffi, die reinkam, ist, warum überhaupt Edge für kleine und mittelständische Unternehmen? Ich denke, diese Frage zielt in die Richtung, wenn ich jetzt keine Echtzeit brauche in eigenem Unternehmen. Warum vor allem für mittelständische Unternehmen? Also ich verstehe den Unterschied da nicht zu Ich denke großen mal, die Unternehmen. Frage ist, warum brauche ich überhaupt eine Edge-Infrastruktur in einem kleinen Unternehmen, wenn ich keine Echtzeitanforderungen habe? Genügt mir dann nicht alles über die Cloud zu managen, schätze ich, ist die Frage. Also man muss es andersrum betrachten. Tatsächlich ist es so, dass wir als Microsoft uns nach dem Kunden richten, weil das ein expliziter Kundenwunsch war, das am Edge zu betreiben alles. Und genau diese Szenarien zu ermöglichen. Wenn es die Anforderungen nicht gibt, dann muss man halt schauen, habe ich die Bandbreite und macht es für mich Sinn, dass ich die Daten in die Cloud schicke oder wird mir das zu teuer? Darauf muss man dann schauen. Weil Edge ist ja auch so ein Buffering-System, was mich vor ganz vielen Kosten schützt. Weil wenn ich pro Sekunde ganz viele Datenpunkte in die Cloud schicke, versus ich aggregiere die vorher ein bisschen und schicke dann das als mit weniger Daten oder schon vortransformierten Daten in die Cloud oder einen kleineren Datenstream, spare ich mir natürlich auch Kosten. Ja, es ist ein zusätzlicher Komplexitätslayer. Aber tatsächlich, also es kommt auch wahnsinnig auf das Vertical drauf an. Wenn ich jetzt kein Manufacturing habe, sondern ich habe jetzt sowas wie Logistics oder ich habe jetzt sowas wie Smart Spaces oder so oder Energy, dann habe ich andere Ausgangssituationen. Das heißt, da kann sich das schon lohnen, dass ich einfach nur eine kleine Message in die Cloud schicke.
Bei Manufacturing habe ich diesen Komplexitätslayer, weil oft von Kunden gewünscht. Ich muss es aber nicht immer machen. Also ich kann es auch einfach so hochschicken, ich gebe nur diesen Tipp mit, dann muss man halt auf die Bandbreite und die Kosten schauen. Letzte Frage kriegen wir noch rein. Okay. Da ist eine Frage. Viele Cloud-Plattformen vom Automatisierern wie ABB basieren auf Microsoft Azure. Kann ich als Kunde nicht einfacher direkt den Dienst von Microsoft nutzen? Ist das nicht sogar günstiger dann? Auch sehr gute Frage, tatsächlich. Man muss immer schauen. Also das ist eine Frage, die ich sehr, sehr häufig bekomme. Und man darf halt nicht vergessen, dass Microsoft ein Plattformanbieter ist. Ja, in den allermeisten Fällen. Wir sind kein kompletter Lösungsanbieter in den allermeisten Fällen. Das bedeutet, wir geben zum Beispiel jetzt in dem Fall, ich habe es vorher gesagt, den IoT-Hub. Ja, das ist das Cloud Gateway. Und da sehe ich dann meine Devices drin. Aber ich habe keine Website dazu. Und ich habe auch nichts Spezifisches mit ABB. Ich habe auch kein implementiertes, automatisiertes Device Management. Ich kann das alles machen. Ich sehe es auch und ich kann auf den Knopf drauf drücken. Aber wenn ich das professionell und produktiv nutzen möchte, das ist auch der Punkt, den ich vorher gesagt habe, das darf man nicht unterschätzen, dann möchte ich ja separate Zugänge. Ich möchte ja, wie gesagt, eine Website, wo ich die ganzen Devices sehe. Ich muss vielleicht auf spezielle Schnittstellen achten, die der Gerätehersteller anbietet. Da brauche ich dann wieder diese Protokollübersetzung, die ich selber implementieren muss. Es ist klar, man kann das machen. Aber man muss dann eine Website programmieren und man muss dann diese Workflows implementieren. Also die anderen Lösungen wie von der ABB oder einer Siemens oder Bosch, die sind durchaus sinnvoll, weil, also wenn ich vor allem eine ABB-Geräte habe, muss ich das ja im Endeffekt erst nachprogrammieren. Am Anfang ist es günstiger, aber später hinten raus, wenn ich skalieren möchte, ist es oft nicht günstiger. Und die Plattformen, wie zum Beispiel von ABB, sind ja auch auf Skalierung getestet. Ich darf auch diesen Testaspekt nicht unterschätzen. Die sind ja wirklich jahrelang auch im Einsatz. Und dass die auf Azure laufen, bedeutet halt genau, dass sie eben diese Services drunter nutzen, um auch den SLA hochzutreiben oft. Also das bedeutet Service Level Agreement. Sodass, wenn ein Ausfall gibt, dann schaut Microsoft, dass er das fixt, dass wir das fixen. Und ABB kann sich aber dann auf die Lösungs- und Applikationsentwicklung fokussieren. Super, ich würde sagen, vielen Dank für deine Antwort, Steffi. Liebe Sehr Zuschauer, gerne. vielen Dank auch für Ihre zahlreichen Fragen. Wie gesagt, wenn Sie weitere Fragen an die Steffi haben, am Ende der Präsentation sind Ihre Kontaktdaten hinterlegt. Sie können auch die Präsentation im Nachgang jederzeit nochmal anschauen und zu der Folie hinscrollen. Dann würde ich auch sagen, Steffi, habe mich gefreut, dass du dabei warst. Vielen Dank Sehr nochmal. gerne. Und Sie, liebe War Zuschauer, super. wünsche ich noch einen schönen Mittagspause und einen schönen Nachmittag. Bleibt uns gewogen, wir haben noch mehr spannende Sessions. Bis bald und auf Wiedersehen. Bis dann, ciao.